Frohe Ostern wünsche ich Ihnen. Hier ist Ihr Remscheider Fernsehen Tele DMW. Hier haben wir Breaking News zu melden und zwar bis einschließlich dem 16. April 2017. In dieser 142. Ausgabe werden Sie sich bestimmt wieder über neue Nachrichten aus Remscheid freuen. Na, Kumpelchen, darfst du auch heute zuschauen? Der Osterhase ist heute bei uns im Studio. 5 Euro hat er gekostet für so ein bisschen Schokolade. Naja, ganz schön teuer, finde ich jedenfalls. Auf der Haddenbacher Straße war am Samstagabend, dem 15. April 2017, übrigens auch ein Osterfeuer. Das bekam der Veranstalter sehr schnell genehmigt bei der Stadt Remscheid, denn der Veranstalter war die Feuerwehrwache Haddenbach und die brauchten sich die Feuerwehr nicht noch bestellen zum Aufpassen. Finde ich jedenfalls nicht schlecht. Auch auf dem Kirmesplatz in Lennep gab es bestimmt wieder ein Osterfeuer. Das war ja auch immer Tradition. Kommen wir jetzt zu den Nachrichten. Am Samstag, dem 15.04.2017, wer hat das so klein gedruckt heute? Mein Gott, ey. Am Samstag, dem 15. April 2017, meldete gegen 0.05 Uhr ein Anwohner über Notruf, dass er 2 Personen auf der Haddenbacher Straße bei der Beschädigung von PKW-Außenspiegeln an 2 PKW beobachten konnte. Im Rahmen der Fahndung konnten das auffällig beschriebene Paar gestellt und 5 beschädigte PKWs festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Ein 68-jähriger VW-Fahrer hat am Donnerstag, dem 13. April 2017, gegen 13.10 Uhr einen Unfall auf der Wermelskirchner Straße verursacht. Der Mann war talwärts in Richtung Preiersmühle unterwegs, als er aus unbekanntem Grund in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und ungebremst gegen einen Baum krachte. Der Remscheider musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Er wurde zur stationären ärztlichen Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Wer übt denn hier so laut? Mein Gott, was haben die das hier klein gedruckt? Ich muss da wirklich noch eine zweite Brille auftun. Da hilft nichts. Zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Frau kam es am Donnerstag, dem 13.04.2017, gegen 5.50 Uhr auf der Straße Schüttendelle. Die 51-jährige Audi-Fahrerin bog von der Kronprinzenstraße nach links in die Schüttendelle ab. Nach Zeugenangaben hatte sie an der Ampel grün. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit einem LKW. Der Fahrer im Alter von 60 Jahren des Iveco war auf der Schüttendeller stadteinwärts unterwegs. Bei dem Unfall zog sich die Audi-Fahrerin schwere Verletzungen zu und musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf über 30.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn teilweise gesperrt werden. Grüß euch alle vom Remscheider Fernsehen, mein Name ist Jürgen Dreves. Kornblumen, oder? Und wir fahren wie Vampire. Es ist eine neue Idee, wir machen einen Einbruch. Aber die Leute dürfen ruhig zu Hause sein, wir unterhalten uns mit denen. Können Sie sich das vorstellen? Gibt es. Am Dienstag, dem 11. April 2017, verschafften sich gegen 12.10 Uhr 2 Männer Zutritt zu einer Wohnung einer Seniorin und bestahlen sie. Die beiden Personen gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus, um in das Haus der Seniorin an der Straße Talsperrenweg zu gelangen. Ein Täter lenkte die Dame ab, der andere durchsuchte die Räume und steckte Wertgegenstände ein. Als die Geschädigte Zweifel an der Situation anmeldete, flüchteten die Diebe. Die hauten einfach ab. Ein Mann ist ca. 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hatte ein gepflegteres Äußeres. Er hatte eine schlanke Figur. Er trug eine Jeans und ein weißes Hemd.
Der zweite Mann ist ca. 50 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hatte ebenfalls ein gepflegtes Äußeres. Er hatte eine kräftige Figur und war bekleidet mit einer Jeans und einem Hemd. Dazu trug er Arbeitshandschuhe. Die Polizei rät dazu, keine Unbekannten ins Haus oder die in die Wohnung zu lassen. Rufen Sie im Zweifel den Notruf der Polizei 110 an. Trickdiebe suchen gerne ältere Menschen als Tatopfer aus. Verehrte Zuschauer, ich will nicht mehr lange was sagen. DVB-T ist weg. Sie haben jetzt eine Notversorgung hier in Nordrhein-Westfalen. Nehmen Sie eine Zimmerantenne mit Stromverstärker, stellen die Antenne an die frische Luft. An die frische Luft, das ist Pflicht. Und dann können Sie DVB-T weitergucken. Sie können ARD auf den Kanälen 60 und 56 in Remscheid empfangen, ZDF auf der 33 und 28 und den WDR empfangen Sie auf der 27 oder im Süden auf der Kanal, auf dem Kanal 33. Kein Tor! Oh, die Sportecke. Und im FC Remscheid geht die Luft aus, so wie mir gerade beim Töten. Ich habe keine gute Meldung, verehrte Zuschauer. Es ist was Schreckliches passiert. Ja, letzte Woche auch. Aber da war es etwas angenehmer. Der FC Remscheid hat Gäste eingeladen. Und die möchten wir hier nie wieder sehen. Das ist der TUS Grün-Weiß aus Wuppertal 8902. Diese Himmelhunde haben bei uns gewonnen. Blöderweise. Das liegt daran, dass wir nicht sonntags gespielt haben. Denn man hat schon am 13. April 2017 gespielt. Ja, und das war nun mal nicht angenehm. Ne? Also da muss ich sagen, das war glaube ich am Donnerstag und da war der 27. Spieltag. Das Endergebnis lautete 1-2. Traurig, aber wahr. Die Drecknase wurde ringstraßenfreundlich gestaltet, meine Damen und Herren. Wenn Sie in die Ringstraße wollen, einfach geradeaus fahren, wenn Sie von Remscheid kommen. Umgekehrt geht das wunderbar auch. Aber wehe, Sie wollen in die Kölner Straße, dann gibt es eine kleine Umleitung rechts ab in den Industriehof Drecknase rüber und dann also in diese verflixte Gegend. Ja, und dann eine lange Ampelwartezeit, dann links ab in die Kölner Straße. Geht nicht, nein, oh, Sie kommen dann wirklich woanders hin. Sie müssen nämlich die Ringstraße komplett runterfahren und dann die erste links oder die am Ende der Straße links in die Wupperstraße geht auch. Dann kommen Sie dann irgendwann durch die Kölner Straße. Ja, es ist ganz schön umständlich geworden, muss ich Ihnen sagen. Aber interessante Baustelle. Mal sehen, wie lange sie dafür brauchen. Ne? Soll ein bisschen breiter werden. Naja, und dann haben wir noch einen ganz verflixten Starrenkasten. Der hat mich nämlich auch erwischt. Fahr da nachts um 3 mit 53 durch die Gegend. Und was passiert? Du wirst auf der Lenneper Straße geblitzt. Und zwar dort. Tempo 30 wird in Remscheid meistens gegen 17 oder 21 Uhr aufgehoben. Aber nicht, wenn man Geld verdienen will. Dann macht man auf der Lenneper Straße an der Kreuzung Gröningstraße ein Tempo 30 ab 22 Uhr. Und dann stellt man natürlich auch eine Litfaßsäule hin, die in beide Richtungen blitzen kann. Daran können und wollen die Remscheider sich natürlich nicht gewöhnen und nachts macht es dann immer wieder Blitz. Und das regt natürlich die Autofahrer auf. Und natürlich ist das eine gute Einnahmequelle, gute Idee. Immerhin kann man ja sagen, dass die Anwohner dort nicht richtig schlafen können, weil die Autos zu laut sind. Aber man muss auch bedenken, man kann keine Litfaßsäule aufstellen, wenn man 20 Meter davor die Tempo 30 ankündigt. So schnell kann man ja auch nicht korrigieren, oder? Auf der Leverkusener Brücke gibt es eine Starrenkastenausstellung. In jeder Fahrtrichtung bekommt man zweimal
4 Starrenkästen präsentiert, einmal am Anfang der Brücke und einmal in der Mitte der Brücke und das auf jeder Fahrtrichtung. Es geht um die Geschwindigkeit 60, die eingehalten werden soll, und man wiegt auch das Gewicht von LKWs, denn über 3,5 Tonnen darf man nicht haben, wenn man darüber fahren will. Ich werde Sie darüber informieren, wie hoch das Knöllchen ist, wenn es mal kommt. Das war die Osterausgabe. Ich empfehle Ihnen, nicht über Rot zu fahren, aber rote Eier. Nicht? Ich spiel gern mit der Eier. Ich wünsche Ihnen schöne Osterzeit. Vergessen Sie nicht den Trödelmarkt am Ostersonntag und Ostermontag. Dazu wünsche ich natürlich gutes Wetter. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tele-DMW. Hallo liebe Leute, hallo liebe Zuschauer, hier ist gutes Wetter, ich fühle mich hier wohl, aber wir wollen mal zum Sendeschluss nicht ganz so albern werden. Ich habe nämlich noch einen Spruch der Woche für Sie, der von einem doppelt so blöden Kommentar von der Nordsee beantwortet wird. Er lautet heute: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Bitteschön. Da mache ich aus dem Stamm lieber Kleinholz. Kleinholz? Wieso Kleinholz? Du machst Kleinholz? Schlägst du mit Wasser um dich oder was? Hier war das Remscheider Fernsehen Tele DMW. Bis nächste Woche.